So, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Vortrag. Und zwar ist es der Robert Rottermann, ein alter Hase der Soap-Szene, sage ich mal, und erzählt jetzt was über Web-Mashups mit Plon und Yazoo. Viel Spaß. Guten Tag, meine Damen und Herren. Noch ein zweiter guten Morgen aus Bern. Wir sind Nachbarn eigentlich da. Treffen uns immer wieder an irgendwelchen solchen Veranstaltungen, in Bern nicht so oft. In meinem Vortrag werde ich mir überlegen, wie man mit der Komplexität der Netze umgehen kann, wie man mit denen Geld verdienen kann, hoffe ich, und wie man die Teile zu einer Lösung zusammenbaut. Mein Vortrag setzt sich in drei Teilen zusammen. Zuerst eben, wie setze ich mich mit der Komplexität der Netze auseinander und wie kann ich neue Geschäftsfelder finden. Im zweiten Teil, wie rede ich mit meinem Partner, was für Möglichkeiten der Kommunikation hat er. Und im dritten Teil, wie kann ich das, was ich gefunden habe in eine Lösung bauen. Vor etwa 25 Jahren, als ich noch ein bisschen weniger grau und mein Bauch ein wenig weniger gewölbt war, kam diese Pressemitteilung, wurde veröffentlicht, da wurde ein LAN-Server angeboten mit 45 Megabyte Hauptspeicher, der bis zu 50 PCs verknüpfen konnte. Eine fast pathetisch geringe Datenspeichermenge, wenn man denkt, dass ich da in diesem Gerät etwa 1000-mal die größere Leistung habe. Aber trotzdem, mit dem haben wir neue Geschäftsfelder eröffnet. Ich habe eines der ersten Firmennetzwerke damit gebaut und ein ziemlich lukratives neues Geschäftsfeld gefunden. Was haben wir damals gemacht? Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass ich irgendeinen Pointer habe, aber jetzt pointe ich halt von Hand. Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich einen Personen mit oder einen Arbeitsplatz mit dieser Festplatte verbunden. Wir haben 1:1 Verbindungen abgebildet. In der Zwischenzeit wurden Millionen derartiger lokale Firmennetzwerke zu einer virtuellen Welt zusammen verbunden. Und wenn man denkt, wenn jetzt noch die mobilen Geräte dazukommen oder noch mehr, wenn dann das Internet of Things kommt, wenn also Dinge miteinander reden, wird die Komplexität fast unendlich groß. Aber immer noch bilden wir eigentlich 1:1 Beziehungen ab. Genau gleich, wie wir das damals gemacht haben. Ich verbinde eine Person mit einem Dokument. Herzlichen Dank. Okay, ja. Ich verbinde Personen mit einem Dokument und wenn ich diese Person erkennen möchte, was sie alles im Netz kann, müsste ich diese Kommunikationszellen sammeln. Aber das ist wie wenn ich einen Menschen beschreiben möchte, indem ich sämtliche seine Zellen beschreibe. Selbst wenn mir das gelingen würde, würde ich da hinter dieser Beschreibung den Menschen nicht erkennen. Wir brauchen also eine Haut, die wir über diesen Zellhaufen stülpen können, um als Person im Internet agieren zu können. Ich sage diesem Ding Avatar. Avatar, dieses Wort habe ich, und das ist natürlich, das Wort habe ich das erste Mal kennengelernt in einem Buch, Snow Crash, äußerst spannend, von Neil Stephenson, ein Autor, der nicht nur sehr spannende Bücher schreibt, sondern auch sehr dicke und deswegen sehr empfehlenswert ist. Was ist ein Avatar? Ein Avatar ist
ein virtueller Repräsentant dessen, was wir wissen oder glauben zu wissen. Es ist über ein Ding oder eine Person oder eine Firma. Es ist unabhängig vom Netz. Im Prinzip hat bereits der Hannibal seinen Avataren vorausgeschickt, der Schreck, der die Leute schreiend fliehen ließ. Nicht, dass sie den Hannibal gekannt hätten, aber sie glaubten, ein Treffen mit ihm sei ungesund. In der Zwischenzeit dieser Avatar, dank des Internets, hat er ein Zuhause bekommen. Er ist fassbar geworden. Jedermann, der den Hannibals Avataren kennenlernen möchte, kann eine Frage stellen, nach Hannibal suchen. Dieser Avatar existiert jetzt im Netz, das ist aber rückwärts gerichtet. Das sind Daten, die ich gesammelt habe in der Vergangenheit. Dank der mobilen Kommunikation bin ich nun in der Lage, den Avataren zum Tanzen zu bringen. Ich kann also meinem Avatar als wie ein Puppenspieler kann ich ihm Live-Daten übermitteln, die mich in Realtime repräsentieren. Ich möchte das an zwei Beispielen zeigen, was man da machen könnte damit. Das erste ist die Beziehung eines Arztes zu einem Patienten. In meinem Fall ein Psychiater, der den Kunden mit Psychopharmaka, den Patienten mit Psychopharmaka versieht und nun wissen möchte, wie sich der Tagesablauf dieses Patienten verändert. Heutzutage passiert das so, dass da in regelmäßigen Interviews trifft man sich und sagt, ja, wie ist dir denn gegangen letzte Woche etc. Wir könnten uns nun vorstellen, dass wir im Netz einen Avatar haben und dieser hat irgendeine intelligente Uhr, die irgendwelche Lebensdaten übermitteln und nun ist der Avatar ein reeller Repräsentant und kennt quasi den Zustand dieses Patienten und der Arzt kann von Zeit zu Zeit Kontakt mit ihm aufnehmen und ihn fragen, na, wie geht's dir? Oder kann eine Auswertung verlangen über eine gewisse Zeit. Zwischen diesen beiden ist eine Vertrauensbeziehung, die sich natürlich auch in der Beziehung des Arztes zum Avatar des Patienten zeigt. Es gibt aber weitere Interessenten der Daten, die diese Vertrauensbeziehung natürlich nicht haben. Das geht natürlich nur dann, wenn dieser Avatar eine Identität hat. Und hier wird's, wie das gemacht werden soll, weiß ich nicht. Es sind da eine Reihe von Möglichkeiten, sind im Netz. Sind Forschungsprojekte, um dieses Problem lösen zu können. Das zweite Beispiel, ein Intranet zu einem sozialen Intranet weiterentwickelt. Wir haben hier die reelle Firma und wir wissen, ein Intranet, das ist ein in sich geschlossener Bereich, wo von außen nicht zugegriffen werden kann. Diese Personen sind untereinander vernetzt, haben auch ihre Avataren im Netz, die wieder in ein soziales Gefüge eingebunden sind. Nun beginnen die Firmen das sich zu öffnen und auch diese sozialen Komponenten, also das soziale Netzwerk mit in einen Problemlösungsprozess mit einzubeziehen, beginnen also quasi temporäre virtuelle Firmen zu bauen. Ich habe vor einigen Tagen Spiegel Online gelesen, dass IBM allein in Deutschland bis zu 8000 Stellen streichen will. Das ist Maßnahme einer grundlegenden
Neuorganisation der Arbeitsstrukturen. Was Sie machen wollen, ist, all diese Personen in ein Facebook-artiges Netz in die Cloud zu stellen und wenn Sie ein Problem, wenn ein Projekt ansteht, die Person aus diesem Facebook-artigen Social Net zu sammeln und projektbezogene Arbeitsgruppen zu bauen. Wir müssen also lernen, die Intranets, die wir bis anhin mit Plon gemacht haben, quasi um diese virtuellen Firmen zu ergänzen. Wir arbeiten hauptsächlich im Energieumfeld und wir wissen, dass die Energie, der ganze Bezug, das Bereitstellen von Energie sich in den nächsten Jahren ganz enorm verändern will und wird. Und es gibt außerordentlich viele Gelegenheiten, in diesem Umfeld eben virtuelle Firmen zu bauen. In meinem zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, wie ich dann, wenn wir, um eine solche Firma bauen zu können, muss ich dann auch mit meinem Partner reden können und wissen, was für Fähigkeiten das diese Partner haben. Dazu muss ich in der Lage sein, festzustellen, was für ein Gerät hat der, was für ein Bildschirm, was für Fähigkeiten hat sein Gerät. Man muss daran denken, wir werden nicht nur mit Phones reden, mit Bildschirmen, wir werden mit Kühlschränken reden und wir werden wissen müssen, kann der Kühlschrank einen Liter Milch bestellen oder muss ich selber in den Laden gehen? Also es werden sehr viele derartige Aufgaben zu lösen sein. Bisher haben wir ja immer für Desktop-Geräte entwickelt und müssen nun lernen, mit diesen anderen Fähigkeiten auch umgehen zu können. Dazu gibt es schon seit vielen Jahren den sogenannten User Agent. Das ist eigentlich, vereinfacht gesagt, der Browser, der auf Client-Seite mit dem Server redet. Dieser User Agent ist in einem RFC definiert und wurde von uns seit Jahren gebraucht, eigentlich um das sogenannte User Agent Sniffing zu machen. Mit ihm konnte man feststellen, ist der böse IBM da, der gewisse Dinge nicht, Internet Explorer, der gewisse Dinge nicht konnte, oder ist es der gute Mozilla, der unsere Daten besser verarbeiten konnte. Dieser User Agent ist Teil des HTTP Requests, der eben beschrieben ist. Wir haben hier den User Agent als der Name des Browsers und der sagt uns hier, wir können hier feststellen, der User Agent ist hier ein Nokia 5300 und zwei beispielsweise. Ich habe von einem Tablet, auf useragentstring.com, habe ich mein Tablet untersuchen lassen. Der User Agent String explained. Hier wir sehen, die verschiedenen Felder. Er ist von Mozilla aufgebaut. Diese Information ist am wenigsten zuverlässig, weil beim sogenannten User Agent Spoofing, wenn der IE7 beispielsweise behaupten wollte, ich bin ein Mozilla, dieser Teil wird quasi gefälscht. Wir sehen, es ist Linux basierend, wir haben Android basierend, es ist Deutsch, jetzt wird's interessanter, wir haben ein Samsung GTP 7500, und wir haben die Rendering Engine, die genutzt wird, um den Request darzustellen. Mit dem haben wir sehr viel Information darüber, ob
was der Browser kann, aber wir haben keine Ahnung, was für Fähigkeiten, weitere Fähigkeiten hat das Gerät, ein GPS, hat es eine Kamera, kann es PDFs darstellen etc., können wir aus dieser Information nicht entnehmen. Wir haben hier das Mobile Switcher. Der Ansatz des Mobile Switcher ist so, dass wir einfach den User Agent String untersuchen, um festzustellen, ob gewisse Worte darin vorkommen. Beispielsweise ist das Wort Windows oder Macintosh oder X11, dann ist es ein Desktop-Browser. Wenn nicht, dann ist es ein mobiles Gerät. Das genügt, wenn wir einfach zwei verschiedene Webseitenarten darstellen wollen, eine mobile und eine Desktop-Version. Es genügt aber nicht, wenn ich feststellen will, was das Gerät kann. Ich habe hier zweigängige Ansätze, indem man das sogenannte User Agent Profile untersucht oder sogenannte Device Libraries. Eine Device Library ist eine Sammlung von Gerätebeschreibungen. Hier das User Agent Profile, das ist eigentlich eine XML-Datei, die vom Hersteller des Gerätes bereitgestellt wird. Und ebenfalls in den Header-Dateien wird ein URL auf diese Datei bereitgestellt. Ich kann hier einmal auf so eine Datei gehen. Ich hoffe, ich bin im Internet. Ich habe Zugriff. Ich habe sie hier sicherheitshalber schon offen und kann jetzt hier sagen, Ctrl F, zum Beispiel Resolution. Genau. Man sieht es leider jetzt, wenn ich ja. Ja, egal. Wir haben hier ist sehr, sehr detailliert beschrieben, was dieses Gerät alles kann. Wir sehen hier, was die verschiedenen Audiofähigkeiten sind da aufgelistet. Theoretisch ideal, weil der Hersteller muss ja wissen, was dieses Gerät kann. Leider haben sich damit eine Reihe von Problemen hat's gegeben. Erstens einmal, die Dateien sind oftmals fehlerhaft und können, weil sie nur vom Hersteller bereitgestellt werden, nicht von der Community korrigiert werden. Sie müssen bei jedem Request geladen und abgearbeitet werden. Das kann sehr aufwendig sein. Und dann, und das ist quasi das Killer-Kriterium, es gibt sehr viele Geräte, die dieses User Agent Profile nicht anbieten, zum Beispiel das iPhone nicht. Deswegen haben vor etwa 10 Jahren junge Herren, ich vermute, sie waren damals jung, haben ein WURFL initiiert. WURFL steht für Wireless Universal Resource File und wurde in der Art einer Open Source Community begannen die Device Informationen zu sammeln. Leider ist seit November 2011, das nicht mehr Open Source. Die haben das Gefühl gehabt, es ist Zeit, Geld damit zu verdienen. Aber es gibt in der Zwischenzeit Alternativen, die auf den letzten Open Source Versionen aufbauen. Hier sehen wir, was das ist, wie das aussieht. Wir haben eigentlich
hier die Capabilities, da wird irgendein Wert beschrieben, und zwar für das Nokia 3100. Das Nokia 3100, hier stehen nur die Werte, die das Nokia 3100 unterscheidet von einer Menge von einem generischeren Modell, nämlich vom Nokia Generic Series 40. Wir haben also so einen Fallback-Mechanismus, der uns erlaubt, die Capabilities zusammen, diesen Fallback-Mechanismus hochzuklettern quasi und so sämtliche Daten zusammen zu suchen, bis wir auf einen generischen Typen stoßen, der nur aus den Namen der Werte besteht. Wir haben hier diese Capabilities, die können ein String sein, können einen boolschen Wert haben, können eine Zahl sein oder können einen Leerstring haben. Hier haben wir, das Ganze ist in Gruppen organisiert, eine Reihe von unterschiedlichen Gruppen, die es gibt, zum Beispiel hier, was für PDF-Fähigkeiten hat dieses Gerät. Da kann's, es gibt da eben über die Playback-Fähigkeiten und schlussendlich, das sind die Gruppen, in denen sie organisiert sind. Und dann haben wir hier die Werte wie Resolution Height, Resolution Width, die uns Angaben über die Größe des Bildschirms machen. Für diese Libraries wurden eine Reihe von für verschiedene Sprachen APIs geschrieben. Uns interessieren natürlich die das Python. Das gibt das PyWürfel. Das wird so gebraucht. Ich importiere das PyWürfel. Wir importieren die Devices. Das ist also die Liste dieser 14.000 Geräte, von denen ich gesprochen habe. Und jetzt müssen wir eine Möglichkeit haben, zu unterscheiden, ist das ein, zum Beispiel ein gefälschter Eintrag? Es könnte ja der Internet Explorer sein, der behauptet, Mozilla zu sein. Es könnte sein, dass es ein deutsches oder ein englisches Browser ist. Wir können also nicht den effektiven User Agent nehmen, sondern brauchen einen Suchalgorithmus, den wir hier den Two-Step Analysis, den wir definieren mit den Devices und übergeben dann hier den User Agent, der uns ein Device liefert, und dann können wir dieses Objekt befragen, was es für Werte hat. Also so es gibt mehrere hundert derartige Capabilities, die man vom Gerät abfragen kann. Nun weiß ich, was das Gerät kann, und jetzt möchte ich als nächstes natürlich diese Information, die ich da erfahren habe, in eine Site zusammenbauen. Dazu dient uns Plone und Yaso. Nun, was ist Yaso? Yaso ist eigentlich ein Vermittler, der irgendwelche von einem dynamischen Prozess generierte Information neu zusammenbaut. Nehmen wir an, wir haben Kurse, die von meiner eigenen Homesite kommen, die News, die kommen von irgendeiner Newsite. Wir haben weitere Elemente, die Yaso baut die zusammen, je nachdem, für welches Gerät, dass wir das nutzen wollen, werden eben diese Elemente untereinander gebaut, nebeneinander gebaut. Es ist aber auch, die Yaso ist auch in der Lage zu sagen, je, wenn ich in einer Firma mit mehreren
Teilfirmen möchten die Pro-Abteilung ein eigenes Auftreten haben. Auch das kann mit IATSO gemacht werden. Wie ist der Workflow, den wir hier haben? Also, Plone fragt zuerst den Client nach seinen Merkmalen, zum Beispiel der Bildschirmgröße. Und aufgrund dieses Merkmales kann er beispielsweise die URL manipulieren. Oder er kann unterschiedliche CSS nutzen. Er muss irgendein Unterscheidungsmerkmal innerhalb des Outputs haben, das dann an IATSO geliefert wird. Und IATSO formatiert dann aufgrund dieser Information die Seite neu. Wie funktioniert das innerhalb von Plone? Wie mache ich das? Ich habe hier eigentlich einen Event-Händler, der für jeden Request untersucht, kommt dieser Request von was für einem Gerät kommt dieser Request? Also ich habe Event, habe die URL. Nun ist es so, dass mich, wenn eine CSS-Datei geschickt wird, so will ich nicht wissen, für wen das die, will ich die nicht unterschiedlich weitersenden. Deswegen ändere ich hier nichts, sage ich nur Return. Jetzt haben wir eine Datei, die interessant sein könnte. Deswegen sagen wir, User Agent ist sniff den Request. Wenn kein Request zurückkommt, dann ist es wohl ein Desktop-Device. Und dann haben wir einen Redirect-Händler, der also in der Lage ist, die URL zu verändern. Und dann gehen wir hier und sagen, das Device ist das vom User Agent das Device Object und können hier abfragen, was das Device für eine Resolution hat, if size, bla bla, oder wir reagieren da auf die unterschiedlichen Gerätegrößen und untersuchen diesen Redirect Handler, ein Skript, den wir von Plone abfragen und wenn wir einen vernünftigen, dass das Value ein vernünftiger String ist, werfen wir einen Redirect R und übergeben dem dieses Value. Also so untersuchen wir innerhalb von Plone, reagieren wir innerhalb von Plone oder ZOAP auf die Art des Gerätes, mit dem wir kommunizieren. Nun müssen wir, das ist dieser Redirect-Skript, der ist nicht so interessant, nun müssen wir innerhalb von, jetzt übergeben wir haben hier gesehen, ich gehe da nochmals zurück, wir haben hier gesehen, jetzt wurde irgendeine Site generiert. Jetzt übergeben wir IATSO, damit IATSO gelegt. Das sieht natürlich niemand. Wir haben hier eine Site generiert und übergeben den Output dieses Prozesses, übergeben wir IATSO, um es frisch formatieren zu können. Gut, noch 3 Minuten. Wir sehen hier, IATSO besteht aus einem Regelwerk und statischen Dateien.
statischen HTML-Dateien. Hier sage ich nun, je nachdem, wenn wir im Web beispielsweise Mobil 2000 haben, dann nimm mir eine statische Seite, das Team Mobile 2000, in dem um den Output, der vom Blown kam, neu zusammenzubauen. Wir sehen das hier. Wir haben hier zum Beispiel ein HTML für Desktop, HTML fürs Tablet und wir haben hier beispielsweise im Desktop möchten wir gerne eine Searchbox. Im Tablet haben wir diese Searchbox nicht. Wir haben Tablet Width unterschiedliche Größen, um unterschiedliche Elemente darzustellen. Oh, das ist jetzt, das da wollte ich eigentlich. Wir können auch externen, das funktioniert eigentlich so, dass wir die Regel sagt, dass wir im Team, ich bekomme vom Content, also von Blown, bekomme ich das Portlet und ich sage hier, dass im Team möchte ich das in die Left Column einbauen. So funktionieren eigentlich die Rules, dass ich sage, ich habe eine, bekomme etwas von der Seite von Blown oder von irgendeiner anderen Seite und füge das in der statischen neuen Seite an einen Ort ein. Wir sind auch in der Lage, immer hier eine URL anzugeben, wenn beispielsweise in dieses Portlet im Team ich hole dann das extra HTML, die Datei, das ist dann dieser Content, in diesem Content hole ich das Portlet raus und gebe es ins Team, in die statische Seite, die ich habe, an in die ID in das Tag Left Column. So kann ich dann die Seite frisch zusammenbauen. Es gibt morgen noch einen Vortrag über das Teaming selber, das Ihnen das Diaso etwas detaillierter erklären wird. Besten Dank fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch nochmal beim Robert und jetzt habt ihr sicher noch ganz viele Fragen, bevor es dann in die Mittagspause geht. Na? Ich sehe keine Fragen. Doch, eine Frage. Du hast gesagt, es ist nicht mehr Open Source, aber es gibt Alternativen. Ja. Kannst du mal sagen, welche und wie zuverlässig sind die? Oder wie aktuell, sagen wir mal so? Weil also das ist so, die Daten werden täglich aktualisiert und man muss eigentlich dann einen Prozess anstoßen, damit die eigene Dateien intern auch aktualisiert werden. Weil das ist eigentlich, diese Device-Library ist bei der Installation der Device-Library von dem Moment an ist sie statisch und muss einfach regelmäßig aufgebaut werden. Es ist, diese Alternativen, die musst du googeln. Es ist so, Wurfl ist immer noch für nicht kommerzielle Sachen ist es immer noch frei, aber für kommerzielle Elemente ist es nicht mehr frei verfügbar. Und die Alternativen, es gibt, ich meine, Wurfl ist eigentlich nur ein Beispiel einer
einer solchen Device Library, aber eigentlich die einzige Open Source. Es gibt eine Reihe, nicht die einzige, die bekannteste Open Source. Es gibt eine Reihe von kommerziellen Angeboten, die das anbieten, die halt etwas kosten. Da gibt es doch noch eine Frage. Nochmal eine Frage jetzt zu dem Beispiel, wenn man jetzt nur auf Bildschirmauflösung geht oder so, würde ich das doch eher mit Media Queries lösen, statt jetzt irgendwie so ein User Agent zu sniffen, weil früher war es schon nervig genug, auf ein IE6 oder Netscape oder sowas einzugehen, wenn ich jetzt anfange, auf 15.000 Geräte einzugehen, da mache ich ein Fass auf ohne Boden. Wie meinst du 15.000 Geräte? Ich meine... Also was ist der Vorteil an wirklich diesem Agent-Sniffing, dass Sie eine Datenbank nehmen und 15.000 Geräte vergleichen, was die jetzt wirklich können? Es geht ja darum, bis anhin konnte man nur, ich meine, der User-Agent sagt dir eigentlich nur, mit was für einem Browser, dass du arbeitest. Und muss ich in der Lage sein, festzustellen, was dieses Gerät kann. Wir werden eben in der Kürze, aktuell arbeiten wir schon mit mobilen Geräten. Wir werden in Kürze auch mit anderen Geräten kommunizieren können und müssen dann wissen, was dieses Gerät kann. Und das nützt mir nichts, dass ich weiß, mit was für einem Browser das da kommuniziert wird. Also ich muss irgendwo nachschlagen können, was das Gerät kann. Und im User Agent steht eigentlich der Gerätenamen, aber nicht, was das Gerät kann. Also muss ich noch irgendwo ein Verzeichnis haben, wo ich die Werte des Gerätes nachschlagen kann. Oder habe ich deine Frage? Ja, aber das sollte ja eher dann irgendwie andere Möglichkeiten geben, wie eben die CSS3 Media Queries, dass sie einfach auf Auflösung gehen kann, direkt schon das passende CSS ausliefern. Und wenn ich dann aber wissen will, ob eine das GPS. Ja, das spreche ich einfach über die hoffentlich normierte JavaScript-API an, schaue einfach, ob das existiert oder nicht. Also nochmal diesen Zwischenschritt zu machen, bei jedem Request zu schauen, was kann das Gerät und entsprechend verschiedene Sachen auszulagern, denke ich, sind eher dann im JavaScript oder CSS aufgehoben, diese Bedingungen. Es ist schon so, dass man jetzt mit den CSS wesentlich mehr machen kann, aber ich kann in vielen Dingen, viele Informationen, ich kann nicht, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, wie, auf welche Daten, dass man per CSS oder diesem Canvas etc. auf das Gerät zugreifen kann. Das weiß ich nicht so genau, wo die Grenzen sind. Okay, also es ist einfach nur ein Alternativansatz zu... Das ist eigentlich nicht der Alternativ, sondern die CSS-Sachen sind die Alternative, weil man hat es bis jetzt so gemacht, oder? So konnte man das bis anhin machen. Okay. Gibt's noch eine Frage? Aber schlussendlich ist der Unterschied, woher, dass ich die Daten nehme, ich muss einfach wissen, was die Fähigkeit des Gerätes sind. Und muss eigentlich ein Verzeichnis haben. Ich muss wissen, was für Geräte ich abfragen könnte. Was für Werte ich abfragen könnte. Oder? Und das kann ich ja nicht alles im CSS abbilden. Gut, dann bedanke ich mich nochmal für den interessanten Vortrag und entlasse euch alle in die Mittagspause. Komisch.